Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainsim World 4, der Danny Spitters. Wir befinden uns hier in Aschaffenburg und wir sind gerade aus unserem Bus ausgestiegen und ja, haben jetzt die Aufgabe, unseren Zug bis nach Gemünden zu fahren und sollten jetzt erstmal zusehen, dass wir schleunigst zum Bahnsteig kommen, zu unserem Arbeitsgerät, was alles andere als einfach ist, wie ihr gerade seht. Laufen wir mal hier hinten rum. Und versuchen dann irgendwie zum Bahnsteig zu kommen. So, hier schon der Parkplatz. Und ja, ihr seht, hier ist alles eingezäunt, sodass wir eigentlich gar keine Chance haben, hier irgendwie an den Bahnsteig zu kommen. Dann machen wir einfach Trick 17. Dann machen wir einfach Trick 17. Gehen einfach hier rüber. Und da sind wir am Bahnsteig. Hier steht erstmal ein RE oder eine RB, wie auch immer. Ich würde eher sagen, eine Regionalbahn. Dann haben wir hier einen ICE 3, der wahrscheinlich auch auf Ausfahrt wartet. Das alles ist aber nicht unser Arbeitsgerät heute, sondern so, hier gibt es Tickets und so weiter. Ihr seht's. Sondern unser Arbeitsgerät steht dort, der IC1, den wir heute zu fahren haben. Und ich würde sagen, wir verlassen den Fotomodus und beginnen damit, unseren Zug aufzurüsten, denn wir haben bereits Abfahrt um 17:30 Uhr. Fahren heute über Heigenbrücken nach Gemünden, also jetzt nicht die weite Strecke, aber das muss ja auch nicht sein. So, dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein in unsere gute BR101 und verlassen damit den Fotomodus. So, müssen wir mal schnell jetzt Türen entriegeln. Das Störung, Störung. So. AFB, AFB, AFB. So, ich muss noch mal kurz genau das hier machen. Zack, zack, zack. So, dann sind wir soweit. Ich sehe gerade, dass wir hier Fernlicht anhaben. So, dann sollten wir eigentlich abfahrbereit sein. Auf geht's! Erster Halt, Heigenbrücken. Wunderschön. Sie fahren. So, dieses Szenario stammt aus Creators Club und soll viel KI-Verkehr enthalten. Da bin ich echt mal gespannt, was sich da so entgegenkommt. Sie fahren. Aber natürlich.
So, 40 nach wie vor, das wird sich aber gleich ändern. So, mit 10, das ist schon soweit. Mit dem IC1 hier auf der Main Spessartbahn. Ah, da kommt schon der erste Fernverkehrszug. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Scheint wirklich das zu halten, was in der Beschreibung versprochen wurde. Der viele KI, also am Bahnhof stand ja schon viel rum und es kam uns direkt schon jemand entgegen. Also es scheint wirklich so weit so zu sein, dass es da viel, viel KI erwartet. SIFA, SIFA. Sunset 100 Run, also Sunset 101, bezogen auf die Lok, logischerweise. Wunderschöne Spessartrampe, einfach immer wieder traumhaft, muss man wirklich sagen. Schönes Bild, oder? Das ist doch auch ein wunderschönes Bild. Das ist doch wirklich, ich finde, das kann man wirklich, also wenn man das noch ein bisschen feiner macht, das Ganze, dann ist das doch wirklich ein wunderschönes Bild. Das muss man einfach mal so sagen. Traumhaft. Umwerfend. Umwerfend. Wirklich. Zugbeeinflussung. So, weiter geht's aber.
120 nach vorne, ja, bleiben aber 120, ich sehe wieder zu erwarten. Das ist eigentlich auch egal. Da kommt der nächste Zug. Ah, der E, wunderbar. Oder eine Regionalbahn, kann das natürlich auch gewesen sein. Seht, aber für mich ist das so. Schön, wirklich unnormal schön. Wirklich, es sind einfach wunderschöne Bilder, das muss man einfach mal so sagen. Ich will euch damit jetzt auch nicht langweilen, nur ganz kurz. Damit ihr das vielleicht auch mal so ein bisschen genießen könnt. So, dann haben wir einen Rücken gleich erreicht.
3 Kilometer fängt er an schon orange zu werden. Siva, Siva. Komischerweise. Normalerweise ist das immer bei 2 Kilometer. Aber ja, lassen wir das einfach mal so. So. Ah, IC, geil. Haben wir hier kurz vor eigenen. Erinnert ihr euch noch an ein Szenario, wo wir hier mit unserem RE stehen geblieben sind? Das war genau hier am Tunnel, kurz vorm Tunnel praktisch, weil nämlich da außerhalb des Tunnels ein Güterzug stand, der nicht mehr fahren wollte, beziehungsweise nicht gefahren ist. Uns da praktisch dazu gezwungen, das Szenario an dieser Stelle zu beenden. Schon lange her, es war sogar noch zu Chainsaw 3 Zeiten. Siva. Da standen wir kurz vorm Tunnel mit unserem RE und konnten nicht mehr weiterfahren. Weil, wie gesagt, uns ein Güterzug blockierte. Und wir hätten Heigenbrücken erreicht. Wunderbar. Siva, Siva. Öffnen wir links die Türen. Das auch eigentlich ein schönes Bild, so hier in der Kurve stehend. Und er hier hat wahrscheinlich erstmal Feierabend. Er weiß das schon. Auf jeden Fall fahren weiter. Schließvorgang eingeleitet. So, nächster Halt. Gemünden, 24 Kilometer.
Sifa. Sifa. Fernverkehrszug. Beziehungsweise steht da. Muss wahrscheinlich noch warten wegen der 612, könnte ich mir vorstellen. Er hat einen etwas längeren Aufenthalt hier. Der wird wohl nicht so schnell weiterfahren, weil die 612 ihm im Weg steht. Aber ja, besser der als wir. Sifa, Sifa. Fahren wir schön gemütlich den Berg runter. Respekt, bei allem Respekt, dieses Schaukeln geht mir tierisch auf die. Genau. Sifa, Sifa. Oh, Güterzug, du darfst auch warten, weil du hast den PC vor dir.
Schöne. Hamsterbacke. Ich kenne wirklich alles rum, was es gibt. Schon seit TSW 2 gibt es die Strecke, also wirklich eine der ältesten, die hier beim TSW 4 zu befahren sind. Während die Vorarlbergbahn und die Berliner Linie ja logischerweise erst seit TSW 4 dabei sind. Berliner Linie ja erst ganz frisch, Vorarlbergbahn kam mit dem TSW 4.
30. Zurück von wegen, wir würden nicht mehr fahren als 100 oder 120. Jetzt drehen wir aber richtig auf hier. 150. Zum Schluss sind dann doch noch mal richtig Geschwindigkeit hier, wobei das für eine 101 oder für den IC immer noch relativ wenig ist, muss man auch mal wieder sagen. So, was kommt da? Wieder ein IC, sehr schön. Schon der zweite, der jetzt hier entgegenkommt. Sollte aber noch klappen. Ach, klappt doch wunderbar. Alles gut. Alles gut. Wunderbar. Siva. Siva. Wunderschön. Sorry, das muss ich noch mal kurz festhalten. Weil das einfach ein saugeiles Bild ist. Gleich 110, dann sind wir auch gleich schon da, in Gmünden, im Endhalt. So, wieder mal ein Güterzug, Container in diesem Fall. Sie fahren.
solchen Strecken werden die Kilometer gerne mal wieder mehr so zwischendurch. Das liegt einfach an der Kurvenintensität hier, dass das so ein bisschen ja, so verwunden ist. Dann ist auch bei der Benina Linie so, dass dann plötzlich Kilometer wieder mehr werden. Im Prinzip nichts Neues. Wunderbar, dann lassen wir hier mal die Fahrgäste ein- und aussteigen und klettern selber mal raus und schauen uns das hier mal so ein bisschen an. In Gemünden, wird man immer schauen, kartenmäßig.
noch was im Überlegen. Aber ob das wirklich geht, ist eine andere Frage. Schließvorgang eingeleitet. Das war's auf jeden Fall mit diesem Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Bleibt mir gesund, bleibt mir treu. Ja, ich würde sagen, ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dahin, euer The Danish Peters. Macht's gut, ciao, servus und tschüss.